Hallo meine Lieben, heute geht die Reise weiter mit Sternzeichen Krebs. Das ist der nächste Sternzeichen nach dem Zwilling. Und wie beim ersten Video ist das die gleiche Prinzip. Erstmal machen wir die Größe. Wie groß sollte mein Bild sein? Sie können das natürlich in verschiedenen Größen machen. Ich mache das quadratisch praktisch gut, 14×14. So ist meine Größe fertig und Sie sehen jetzt hier ein Bild von mir. Das ist der Krebs und hier oben ist das Element von Krebs. Jedes Sternzeichen hat ein bestimmtes Symbol. Bei den Zwillingen habe ich Symbol als Bild genommen. Hier gehe ich das bisschen anderes. In der Mitte können Sie für sich das ein bisschen vorzeichnen, wie groß sollte eure Krebs sein. Das ist so ein Oval. Kann man das vorzeichnen? Vielleicht sieht man das auf dem Video jetzt nicht so gut. Aber das ist immer, wenn Sie vorzeichnen, ganz leicht. Hier werden vielleicht zwei Beinchen sein. Wir geben nur ein bisschen Richtung ein und hier im oberen Teil unser Element, unser Sternzeichen Krebs, wie das Symbol von den Sternzeichen. Ich mache gleich mit der Tusche. Ihr könntet das erstmal vorzeichnen, ja? Das ist, oder ich zeige das euch, wie das geht. Das ist dann praktisch ein Halbkreis. Und am Ende ist das dann so ein bisschen reingedreht. Und das andere, das gleiche Element kommt in andere Richtung. Das ist wieder Halbkreis und in andere Richtung wieder gedreht. Da wir jetzt hier mit der Tusche gleich vormalen, müsste die Zeichnung, wie gesagt, nur ganz leicht angedeutet sein. Man könnte die Tusche nehmen oder ich nehme Acrylfarbe in flüssigen Form. Bevor wir das Farbe nehmen, sollen wir das schütteln und dann geht's los. Hier ist eine Pipette und mit der Pipette so ein paar Kleckse machen praktisch auf den Körper, was wir vorgezeichnet haben. So in der Richtung und hier habe ich gezeichnet, dann kommen die Krallen von Krebs. Mehr ist das nicht. Der Rest macht die Farbe erstmal für uns. Ich mache hier ein bisschen dickere Tropfen und hier, ihr werdet gleich wissen, wieso, die Farbe zumachen. Und dann nehme ich ein Strohhalm und ich puste das rein in den Körper von Krebs und so entstehen unsere Muster. Wie ihr seht, der ist dann die zweite Beinchen ist entstanden. Sehr gut. Man kann das Bild drehen. Ich würde mich so ein bisschen drehen. Und natürlich könnt ihr das auch ohne Strohhalm ein paar Mal pusten. Dann entstehen noch ein paar Muster. Ich liebe das. So, hier zum Beispiel noch ein Tropfen. So lange die Farbe nass ist, können Sie pusten und dann, aber auch nicht zu viel. Bei dieser Methode ist das weniger ist mehr. Dann nehmen wir unsere dünne Pinsel und versuchen das Ganze ein bisschen in Form zu bringen. Da ist eure Fantasie nachgefragt. Wir schließen den Körper von Krebs zu. So, hier entsteht so Gesicht von Krebs. Das ist, und wie ihr seht, wir haben das so ein bisschen die Richtung angegeben und der Rest ist wirklich volle Überraschung. Und mit dünnen Pinsel kann man das wunderbar die ganze Striche machen. Hier kommt eine Kralle von Körper zu der Körper, ein bisschen dicker, nach vorne ein bisschen dünner und dann zu diesen Krallen wieder. So, man kann die Linie komplett zuschließen, Sie können sie auch offen lassen. Und hier haben wir eine Kralle nach vorne, zack, und geschlossen. Und dann machen wir die zweite Kralle, die Richtung ist auch angegeben. Ich überlege, die lasse ich einfach so dick hier sein. Und die andere wird auch offen bleiben, dann mache ich das so. Wie gesagt, das ist hier so ein bisschen Gefühl, bei den grafischen Sachen sollen wir gucken, weniger ist mehr. Die Form ist da, hier ist ein dicker Strich entstanden, was kann ich daraus machen? So, der Krebs hat 8 Beinchen, hier könnte ich eine auch ein bisschen dicker machen und hier vielleicht eine rausziehen. Die wird dick sein, das ist auch okay. Hier vielleicht eine und dann die zweite Reihe, da hat man auch der Krebs 2 Krallen, die können wir auch ein bisschen eindeuten. Aber wie gesagt, das ist, kann man machen, muss man nicht.
ihr werdet sehen, was eure Bild euch zeigt. Und so ist meine Krebs fertig. Dann nehme ich wieder so Tröpfchen von Farbe. Und wir haben es vorgezeichnet, den Symbol von Sternzeichen. Sie können das hier so ein bisschen Farbe geben und hier so ein bisschen Farbe geben. Und dann einfach mit dünnem Pinsel die Form reinzuziehen. Hier ist ein bisschen dicker. Und nach außen ein bisschen dünner. Es geht hier um grafische Elemente und in Grafik ist das wirklich, wirklich wichtig, dass wir mit verschiedenen Dicken von Linien arbeiten. Ja? Insoweit, das ist so von dick zu dünn. Und wenn das am Anfang die ganze Linie nicht so perfekt ist, sind und eure Hände ein bisschen zitterig sind, das ist auch gut. Wie gesagt, das ist Kunst und in Kunst ist alles erlaubt. Und so können Sie das, die Symbol so ein bisschen verbessern. Die können ein paar Linien dicker machen, ein paar dünner. So ist er da. Man kann das Bild auch signieren. Ich signiere das auch gleich mit meinem kleinen Pinsel. Und zum Beispiel, ihr könnt überlegen, wo stelle ich meine Signatur, da oder da. In diesem Fall würde ich sagen, wenn man so guckt, das ist hier, haben wir Symbol, dann würde ich Signatur hier stellen. Und dank diesen Sternzeichen von, das ist jetzt unglaublich, 2011 habe ich meine erste Sternzeichen gezeichnet. Und ich sage, meine 12-jährige Zyklus geht's weiter. Und wieder fing das mit den Sternzeichen an. Interessant, aber wahr. Und mein 12-jähriges Zyklus wollte ich mit diesen Sternzeichen starten. Unterschrift und darunter 2023. So entsteht ein handsigniertes Unikat und alle Unikate können Sie bei mir auch erwerben. Und jetzt, wie ihr seht, an manchen Stellen glänzt noch unsere Acrylfarbe. Wenn Acrylfarbe trocken ist, dann kann sie sich nicht mehr verwischen. Das heißt, Sie sollten nach dem Zeichnen Bild trocken lassen und dann geht's weiter. So, meine Lieben, wenn das Bild trocken ist, dann glänzt die Farbe nicht mehr. Sie können mit der trockenen Hand drüber fahren und sehen, okay, alles vollständig getrocknet. Wichtig, dass wir für unsere Zeichnung wasserfeste Farbe nehmen und nicht mit Aquarellfarbe vorzeichnen, weil sonst könnte die Farbe sich verschmieren. Und dann habe ich für die Krebs, das ist Wasserzeichnen, drei Farben ausgesucht. Das haben wir, haben Kobaltblau, das ist eine hellste Farbe in Aquarellmalerei. Und je mehr Farben wir nehmen, desto dunkler ist die Farbe. Je mehr Wasser, desto heller es wird. Dann habe ich einmal den grünen Ton, das ist Phthalogrün ausgesucht. Das ist ein wunderbares Ton und wie ihr seht, das ist so sehr intensiv, geht fast zu dem Schwarz. Und wenn wir das mit Wasser vermalen, dann explodiert das fast und er hat so schönen grünen Ton. Das passt wunderbar zu Türkiswasser. Und einmal Phthaloblau, das ist eine dunklere blaue Ton. Und ich empfehle euch immer, die Farben, mit denen ihr malt, erstmal so Probemalen machen. Wie reagiert die Farbe? Ihr habt bei Phthaloblau gesehen, das fließt viel schneller als die Phthalogrün. Und das müsst ihr so ein bisschen auf Stück Papier das ausprobieren, wie das ist. Und dann fange ich an mit meinen Krebs. Wie gesagt, Krebs ist das Wasserzeichnen. Das ist, dann verwende ich beide Elemente. Und hier, da wir das eine große Form haben, dann arbeite ich ein bisschen mit Licht und Schatten. Dann sagen wir, hier kommt Licht, da sind die Schatten. Das heißt, diese Seite von Krebs wird ein bisschen dunkler. Ich fange mit diesem schönen Phthalo-Grün, mache ein bisschen Farben da und dann nehme ich ein bisschen Phthalo-Blau und ich mache in Schatten gleich eine Farbe, in andere so ein bisschen fließen lassen. Dann nehme ich noch ein bisschen Phthalo-Grün, auch noch ein bisschen da rein. Und wie ihr seht, das ist die Farbe glänzt und sie ist ziemlich flüssig. Dann wasche ich meine Pinsel ab und werde die Farbe so ein bisschen reinziehen bis zum nächsten, sozusagen, das ist hier verschiedene Teilchen, bis zum nächsten Teilchen. Ich male das nicht komplett an, sondern
Ich mache das nur so ein paar Elemente mal ich aus. Und hier, wie ihr seht, dann entstehen wunderbare Farbübergänge. Hier würde ich sagen, da würde ich auch noch ein bisschen Türkisblau verwenden. Und hier in die Mitte nehme ich meine Kobaltblau. Das ist, wie ihr seht, ein wunderbarer leuchtender Blauton. Schattenseite, Lichtseite, hier mehr Farbe und nach hinten mehr Wasser. Man kann dazwischen bei Aquarell so ein paar weiße Elemente lassen. Das macht alles immer so geheimnisvoller, interessanter, luftiger. In Aquarellfarbe verwenden wir keine Weiß. Papier leuchtet von unten und diese Beinchen lasse ich wirklich weiß und die werde ich noch mit Phthalogrün anmalen, gemischt mit Phthaloblau. Die Farbe fließt ineinander wunderbar und zum Schluss Pinsel waschen, abtrocknen und die Farbe ein bisschen rausziehen. Hier würde ich noch ein wenig von Grün dazugeben. Und doch hier unten denke ich mir, das ist auch gehört, ein wenig Farbe, bisschen Phthalogrün, Pinsel abtrocknen, reinmachen. Und hier diesen Ton würde ich ein bisschen raus auf diese Beinchen ziehen. Und so ist das unsere Krebs fertig. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Nachmachen und bis zum nächsten Mal, eure Albina.